So, Hallihallöchen, Hansen Peter und Gepfeife hier. Kanonenkugel? Achso, wegen dem Wind. Ah, da braucht man dann die Kamel. Ja. Das, Pagey. Hallo Pagey, wir sind hier, um dich einzusammeln. Wäre es möglich, dass du da rausrutschst? Ja, ich bin hier auf die Idee gekommen, das zu versuchen. Ich werde es mal probieren. Geht das? Oh nö, mach die doch quer. Tut mir leid, ich habe mein Bestes gegeben. Versuch's mal seitwärts, du beknacktes Sammelobjekt. Nein, es ist unmöglich, aber ihr habt die windige Herausforderung bestanden. Also wird sich dieser Käfig jeden Moment öffnen. Ach, herrlich. Okay, schön. Es wird weiter gepfiffen. Was haben wir denn hier noch? Das geht nochmal nach oben. Warte, ich würde gern drauf. Ja, noch höher. Noch mehr Federn. Da geht's rein, da pfeift's. Moment, bevor wir hier reingehen, würde ich gern einmal hier reingehen. Geht das auch? Weil hier sind Gleise und da können wir uns davor schmeißen und. Ah, nee, was anderes. Wo sind wir jetzt? Hä? Waren wir schon. Nee, wo waren wir denn nicht? Da geht's hoch, hier geht's lang. Ach, das wäre der normale Weg gewesen. Scheiße, den haben wir ja noch gar nicht ausprobiert. Der normale Weg nach rechts. Oh Gott, bin ich dämlich. Och, das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Ich bin dämlich, ich geb's zu. Nein, ich bin noch dämlicher. So, jetzt aber. Und hier gibt's... Nach unten? Ja. Da hinten gibt's nix. Ups, hoch. Hoch. Da ist der Gesundheitsstrecker. Oh yeah. Mehr Leben. Dann brauchen wir aber noch den Energiestrecker, oder? Können wir hier hochfliegen? Aber da ist nichts. Na klasse. Oder was? Moment, Spielstand anschauen. Genau, der Energiestrecker fehlt uns hier noch. 6 Federn, 3 Seiten. Gut, eine Seite ist das Schwein, eine ist die Federn und dann gibt es noch eine auf dem Turm. Okay, also sind so versteckt, dass man alle finden kann. Piratenschatz fehlt noch, der Energiestrecker und die Seiten. Okay, ja, dann gucken wir noch kurz auf der anderen Seite. Oder wir fliegen kurz hoch. Ha, fliegen macht Spaß. Und ist toll und fair. Da hat's nix. Ja, was gibt's denn hier oben Schönes? Das ist wahrscheinlich dann der andere Gang. Wenn ich mich nicht täusche. Oder? Ne, wo sind wir jetzt? Doch, das war der. Oder? War das der Gang? Ne, es war ein anderer Gang. Es war nochmal ein anderer Gang. Momentchen. Taifu, Nimbo. Vielleicht müssen wir für das Schwein Wasser machen durch Nimbo. Weil Füße nass, Firmistadt. Da müssen wir nur noch Firmistadt finden. Da oben. Energie, komm. Lade ich auf. So. Der Piratenschatz, wo soll denn der sein? Hier war das Ding, genau, hier. So, kurz hochgeflogen, ja, es pfeift schon. Irgendwas pfeift hier. Ja, eine Feder, zwei. Vier fehlen noch. Vier Federn? Komm, das kann nicht so schwer sein. Hier oben irgendwas? Nee. Ich flieg mal kurz ganz hoch. Ganz, ganz hoch. Hier ist schon mal der Energiestrecker. Haha, land mal. So.
Hier ist der Energiestrecker, noch mehr Energie. So, Paige, können wir mit dir reden? Nö, du hast keinen Text. Hier ist ein Papagei. Ist das die Kanone vom Anfang? Moment. Ach, da können wir zum Energiestrecker auf den alternativen Weg, oder? Fehlen aber noch vier. Ah, hier ist eine Feder. Okay. Mitnehmen. Ist da oben vielleicht noch Federn? Das wäre nicht schlecht. Sieht aber nicht so rosig aus. Oh Gott, drei Federn müssen wir hier finden, die wahllos verteilt sind. Okay, rennen wir mal mit euch. Kann man mit euch reden? Ja. Kennen wir dich? Hallo, ich bin Blastui. Vielleicht kennt ihr meinen Bruder Blasto. Banjo? Kazooie? Banjo-Tui? Er hat eine große Klappe und liegt Kanonenkugeln zum Tee. Wie dem auch sei, da ihr gerade vorbeikommt, könnt ihr mir einen Gefallen tun. Seht ihr meine vier Freunde da drüben? Ja. Sollen wir die wegklatschen? Sie haben heute Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Geschenke zu liefern. Hä? Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich glaube, einer von ihnen hat dir gerade die Zunge rausgestreckt. Nein, nein, wir sind beste Freunde. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf den Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Okay. Klar, Blastui, wir helfen. Blastui, wir helfen gern. Hervorragend. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps... Ja, das hast du... Ja, hast du doch gerade gesagt. Okay, und... Oh, direkt in sein dummes... Irgendwas. Habt ihr das gesehen? Ah, verdammt. Und... Voll auf die Nuss. Bums, das letzte Mal, dass sie sich über mich lustig machen. Lass uns verschwinden, Yoga. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe übrigens wirklich ein Geschenk hier oben. Ist da drüben, falls ihr es wollt. Wir werden es finden, Blastui. Wir wünschen dir noch einen entspannten Tag. Ein Paige. Verdammt, ey. Drei Federn. Das gibt ein Paige. Und das Schwein gibt das zweite Paige. Und dann gibt es noch einen Teil vom Piratenschatz. Ah, na toll, jetzt kommen wir zum unangenehmen Part. Jetzt dürfen wir wieder suchen. Und ich glaube, das Schwein wird nicht mal die schwerere Herausforderung von den Sachen. Drei einzelne Federn. Oder gibt's da oben? Da ist... Warte, kamen wir hier schon durch? Pfeift unser Dingsfinder eigentlich beim Piratenschatz oder nicht? Weiß es gar nicht. Och Mann. Vier Schweine müssen wir finden. Hier fliegen wir mal zu Nimbo und machen Wasser. Vielleicht hilft's ja was. Piratenschatz, wo kann der denn versteckt sein? Gute Frage. Nimbo, wir geben die Wasser. So, pinkel mal. Oh. Oh, Nimbo hat das ewig in sich getragen. So. Jetzt müssen wir Fürmi stattfinden. Ho, 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 ho. Ist okay, du komische Wolke. Ho, 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 ho. Drei Federn, ey. Ist das ekelhaft. Vielleicht sind die beim Tempel. Ja, die könnten überall sein. Wie sieht's bei dir aus, du komische Wolke? Hä?
Wolke, red mit mir. Oh, der Spaß vorbei, weil ich habe keinen Pilz mehr, die gewinnen könnt. Och, Mann. Such welche. Die Spiele haben mir nicht so viel Spaß gemacht. Ne, haben sie nicht. Es waren echt ätzende... Moment, da hinten. Da können doch die Piratenschatz sein. Das sieht mir... sehr nach einer... guten Fläche aus. Für gar nichts. Danke. Aber da ist eine Feder. Da ist eine Feder. Da ist eine Feder. Da ist eine Feder. Da sind zwei Federn. Da sind zwei. Zwei. Oh, ich knall voll daneben. Und es pfeift hier. Ja, das war das... war das das Pagey hier? Warte. Ach, ich flieg kurz so hoch. So. Okay, noch eine einzelne Feder fehlt. Oh Gott. Wo soll die sein? Wollt ihr hier nicht lieber drei Federn hinmachen? Oh, was? Was? Nein! Ich hab nichts gesehen. Toll, danke. Blöde Kamera. Eine einzelne Feder. Ach du Scheiße. Das heißt, die einfach zu finden, die Chance ist 1 zu 200. Verdammt. Eine einzelne Feder. Und noch ein Schwein. Und das müssen wir irgendwie finden. Das wird voll lustig sein. Oh, wo soll's denn sein? Moment, ich werde schon nicht ertrinken. Unter Wasser? Kann es sein, dass das Vieh vielleicht unter Wasser ist? Das wär's ja. Nee. Ist nichts unter Wasser. Ach scheiße, wir können ja nicht rollen. Nee, hier ist nichts unter Wasser. Was ist Firmi-Stadt? Pflanze, sprich mit uns. Tut mir leid, ich habe mit dir nichts zu tun, Echse. Och, Mann. Da, da, da. Du. Okay, geht weiter. Hier gibt es nichts zu sehen. Hallo, Sir Scoffslot hat uns entsandt, um dich ausfindig zu machen. Es geht um eine Schatzsuche. Lutzelot. Lutzelots Beute geht euch nichts an. Lasst die Finger davon. Ich werde euch ein paar Hinweise geben, wo mein Partner ist, aber mehr auch nicht. Toll. Keine Hinweise mehr. Kannst du nicht einfach zeigen, wo er ist? Natürlich nicht. Das wäre viel zu leicht. Hier ist der Hinweis. Im Krieg zieht er den Bogen hervor bei der Insel mit einem Highscore. Bei der Insel mit einem Highscore. Was für ein Highscore denn? Insel. Das Einzige, was mir mit Highscore einfällt, ist beim Duke. Kann das sein? Beim Duke? Sonst würde mir echt nichts mit Highscore einfallen. Ehrlich gesagt. Ja. Jetzt geht die Kraft aus. So langsam. Ich glaube, wir müssen jetzt... Mann, das ist doch blöd. Highscore. Insel. Insel ist schon mal ein guter Hinweis. Highscore? Komm, wir schauen mal beim Duke vorbei. Duke Nukem. Duke's Tempel. Da ist der edle, vornehme Filmi-Typi. Mit seinem Pappdeckelhut. Aber sonst.
Highscore. Ist mit Insel vielleicht die schwebende Insel da hinten gemeint? Und ich will doch nur eine Feder noch. Was ist? Hier pfeift was? Wieso pfeift hier was? Moment. Warum pfeift hier was? Pfeift es doch beim Piratenschatz? Kann das sein? Lade ich mal auf. Das ist ganz laut. Ja. Sieg mal. Das! Da! Oh! Alter! Ach du Scheiße! Pfeift's jetzt noch? Okay, es hat tatsächlich nur wegen der letzten Feder. Oh, danke, Spiel! Oh, danke, Spiel, dass du wegen der letzten Feder pfeifst. Oh, die ist aber echt mies versteckt gewesen. Also. Mein lieber Scholli! Auf dem Berg ist nichts. Inseln mit Highscore. Gut, immerhin haben wir jetzt das schon mal. Das heißt, es fehlt uns echt noch Page und Piratenschatz. Aber ich weiß leider echt nicht, wobei das ist. Also Page weiß ich, wo es ist, aber noch nicht genau, wie wir hinkommen. Auf einer Insel mit Highscore. Kann man das rechts als Insel bezeichnen? Kann man das rechts als Insel bezeichnen? Ich meine, ein Spielautomat Highscore, das wäre logisch. Ich sehe schon mal Rextro. Vielleicht hinter einem Spielautomaten oder so. Nee. Doch, doch. Ah, Insel mit Highscore. Okay, das Rätsel war gut. Da ist der Schütze. Hallo, bist du einer der Ritter von Hamelot? Ich? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ein Vogelbeobachter, ein stinknormaler Vogelbeobachter. Naja, einer der Charaktere auf der Insel ist ein Ritter und der Dinosaurier ist bestimmt nicht. Okay, ihr habt mich durchschaut. Ich bin Sir Schutzalot, Ritter von Hamelot. Deine Rüstung hatte ich ja ein bisschen verraten. Gut, gib uns deinen Hinweis. Ach ja, der Schatz. Dort, wo die Weltenrampe sich biegt, erkunde die Gruft, die darunter ist. Nicht liegt? Meinst du liegt? Das würde sich rein wie bei anderen hinweisen. Boah, wusste ich doch, dass ich etwas Wichtiges vergessen hatte. Wenn ihr mich das nächste Mal fragt, werde ich mich mehr anstrengen. Okay, dann machen wir nochmal. Okay, ich versuch's nochmal. Dort, wo die Weltenrampe sich biegt, erkunde die Gruft, die darunter... Ugh. Ja, hör auf, nein. Ja. Dort, wo die Weltenrampe sich biegt. Weltenrampe. Eine Gruft, die da runter liegt. Ich würde ja tippen, dass es hier ist. Aber ist wirklich ein Schwein unter Wasser? Weil das bezweifle ich ehrlich gesagt ein bisschen, dass hier ein Schwein unter Wasser ist. Gruftmäßig ist es. Aber... Das war schon mir doch ein bisschen komisch, dass da unter Wasser ist. Da können wir auch nicht mit den Temperaturen und Jahreszeiten... mit dem Wetter spielen. Weil das... Unten ist immer unter Wasser. Gute Frage. Wo die Weltenrampe sich biegt. So eine Weltenrampe. Hier ist jetzt auch alles Wasser. Weltenrampe. Diese Hinweise sind echt voll scheiße. Die vier Typis von Hamelot, ey. Die Gruft, die darunter liegt. Moment, können wir schon zum Schatz? Oh, danke, Lily. Können wir schon zum Schatz?
Das ist ja quasi eine Gruft, die irgendwo drunter liegt. Ging das? Bitte. Das ist aber erst der dritte. Oh! Doch, da... Was? Es gehört mir. Alles gehört mir. Lady Lieb. Lieb a lot. Kriegt heute Abend Steak und Hummer. Hallo, wir wurden von den anderen Rittern von Hamelot hergeleitet. Wir sind hier, um unseren Schatz einzusammeln. Also her damit. Welchen Schatz? Etwa den hier? Der ist gefälscht. Von vorne bis hinten. Alles nur Holz. Sir Scovselot war überzeugt, dass wir hier einen Page finden würden. Ach, das alte Ding? Das Stück Papier mit dem alternen Grinsen? Nehmt, was ihr tragen könnt, Leute. Mir bedeutet das nichts. Yeah, und wir kriegen endlich... Oh, das ist eins der ersten Pages, die wir gesehen haben. Oh, fühlt sich das gut an. Okay, das Einzige, was uns hier jetzt noch fehlt, ist... Genau, der Piratenschatz. Würde ich sagen, suchen wir in einem anderen Part. Das war's für den Part. Im nächsten Part geht's wieder weiter mit Welt 4. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Hans-Peter. Ciao.